Leute, das wird das langersehnte Geburtsberichtsvideo. Ja, ich habe es richtig ausgesprochen. Wartet, bevor wir anfangen, ich habe mir das hier zusammengeschrieben, so ein bisschen jedenfalls. Wo ist es? Finde ich es jetzt nicht mehr wieder? Ah, da ist es. Okay, also nochmal von vorne. Willkommen zurück auf meinem Kanal, das erste Video ohne Bauch, nach der Schwangerschaft, mit Baby. Das Baby ist drüben beim Papa, das Baby. Marisa ist drüben beim Papa und mal gucken, ob sie mich entbehren können oder ob sie mich gleich brauchen. Also lasst versuchen, das unkompliziert, schnell und interessant für euch abzuwickeln. Okay, also vorneweg. Ich werde versuchen, so ehrlich wie möglich zu sein, aber auch niemandem Angst zu machen. Plus, es war eine wundervolle Geburt. Also ich denke wirklich sehr, sehr gerne an die Geburt zurück. Ich weiß nicht, ob ihr solche Momente, Tage habt, an die ihr euch sehr, sehr gerne zurück erinnert. Zum Beispiel das erste Date mit Justus rufe ich mir richtig, richtig oft immer wieder in den Kopf, so vom Einschlafen, wenn ich manchmal Probleme habe beim Einschlafen oder so, beruhigt mich das irgendwie und ich gehe dann Step by Step jeden Schritt nochmal durch. Und die Geburt ist tatsächlich eins der wenigen Momente, mit denen ich das jetzt auch mache. Ich will einfach nicht, dass dieses krasse Ereignis aus meinem Kopf verschwindet. Alle sagen ja, ach, danach ist alles vergessen. Leute, ich erinnere mich wirklich sehr, sehr genau an viele Sachen von der Geburt, an die schönen Momente, an die langweiligen Momente, an auch Schmerzen. Und davon ist nichts vergessen. Und ich bin froh, dass es so ist. Es war eine heftige Erfahrung. Das war das Heftigste, was ich je erlebt habe. Es war unglaublich interessant, intensiv und einfach vorher nicht vorstellbar. Ja, also starten wir. Es ist der 3.6., der Donnerstag, vor der Geburt. Justus und ich haben uns nochmal einen schönen romantischen Abend gemacht und Punkt 24 Uhr, also zum 4.6. hin, haben meine Wehen eingesetzt. Es war richtig komisch, oh, wenn ich darüber nachdenke. Ich so, wow, sind das jetzt wirklich Wehen? Und zu dem Zeitpunkt kamen die schon super regelmäßig, alle 2-3 Minuten. Ich so, okay, sagt man nicht so ab, alle 5 bis 10 Minuten sollte man ins Krankenhaus gehen? Ich so, strange, aber es hat sich nicht krass angefühlt, schmerzlich oder sowas. Das war einfach, alle 2-3 Minuten hat sich das unten zusammengezogen, falls man das so sagen kann. Es hat sich wirklich angefühlt wie so, ja, leichte Periodenkrämpfe. Und dann habe ich das getrackt und habe angefangen direkt auch, glaube ich, wartet, ich habe es mir aufgeschrieben. Wartet, ich habe es hier so kompliziert aufgeschrieben. Ja, habe ich halt angefangen, diesen Podcast von Friedlicher Geburt zu hören. Das ist kein Podcast, sondern ich mache da einen richtigen Kurs. Und da gibt es Meditation und Hypnosen für die Geburt. Das habe ich einfach laufen lassen. Das geht, glaube ich, 4 Stunden. Und hatte dann Kopfhörer drin. Justus hat geschlafen. Und ich habe dann alle paar Minuten mich wieder aufgewacht, habe die Wehen gehabt und ich bin tatsächlich immer wieder eingeschlafen. Und ja, hier steht auch Druck, Schmerz im Unterleib bis zum Bauchnabel und auch leicht im Gesäß. Das habe ich mir aufgeschrieben. Dann, so 1,5 Stunden später, also es war kurz nach 24 Uhr, habe ich, ihr wollt es sicherlich wissen, bekommen, was man sich eigentlich wünscht. Und zwar hat sich mein Körper entleert. Ich saß sehr, sehr oft auf Toilette und es ging alles raus, was raus musste. Cool, dass das passiert ist. Ich brauchte auch keinen Einlauf. Und später dann? Also ja, hat der Körper von alleine gemacht. So, dann habe ich noch ein bisschen an Justus gekuschelt, steht hier. Und dann steht hier 1.43 Uhr, 4.6. Dass ich ab und zu wach war wegen Wehen, war ich schon nochmal auf Toilette. Und dann habe ich auch das erste Mal so einen leichten rosa Blutschleimfropf abgehen sehen bei mir. Da dachte ich so, wow, das ist ein Zeichen, es geht los. Und ja, dann Leute, 2.51 Uhr, weiß ich nicht, was mich geritten hat, dachte ich, okay, ich brauche eine Dusche, ich gehe Haare waschen, ich mache mich jetzt bereit für alles. Dann bin ich um 2.51 Uhr rein in die Dusche, habe da Wehen gehabt, alle paar Minuten, bin raus, habe mir die Haare geföhnt, habe mir die Haare geglättet. Es
gibt davon auch lustige Bilder. Ich habe es alles nackt gemacht. Die werde ich nicht einblenden. Auf jeden Fall, keine Ahnung, Leute, was mich da mitten in der Nacht hochgeschreckt hat. Aber ich dachte so, ich brauche jetzt eine Dusche. Ich will fresh in den Kreissaal gehen. Ja, war dann auf jeden Fall duschen. 3.15 Uhr steht ja Haare geföhnt. 3.25 Uhr habe ich dann im Krankenhaus angerufen. Und die meinten zu mir, solange du es aushältst, bleib zu Hause, mach entspannt. Ich habe auch tatsächlich am 4.6. meinen ersten Termin im Krankenhaus gehabt, weil sie am 2.6. hätte kommen sollen. Also mein erster Check-up-Termin, der wäre um 10 gewesen. Da meinten die, entweder du kommst vorher, das Kind kommt, oder du kommst einfach um 10, wir machen den Check-up und gucken, bringt schon mal alles mit. Also, falls wir da bleiben müssen. So, dann habe ich bis 7.15 Uhr meinen Hypnose-friedlichen Geburtskram gemacht. Da war ich Zähne putzen. Dann 8.20 Uhr, also das hat mir im Krankenhaus auch nochmal gesagt, habe ich mich nochmal in eine warme Wanne gelegt. Die Wehen waren anders, aber nicht stärker. Und dann dachte ich, wer weiß, was das ist. Vielleicht sind es doch nur Vorwehen und ich hyperventiliere und es ist alles viel weniger Geburt, als ich denke. So, habe ich mich auf die Couch gepackt, Justus hat mir vorgelesen und ich habe geschlafen. 9.33 Uhr sind wir dann zur Klinik, zu diesem Check-up und ich war völlig K.O. vom Durchfall, den ich nachts hatte. Das fing da schon an, wo ich so dachte, oh, ich kriege irgendwie nichts mehr runter, ich bin irgendwie ein bisschen erledigt, weil einfach wirklich alles raus war aus meinem Körper und dann irgendwie ich nicht mehr viel zugeführt habe oder nicht mehr konnte. Ja. Dann 10 Uhr wurde ich an CTG geschlossen, das gehörte zum Check-up. Und Punkt Krankenhaus waren die Wehen weg. Ich lag am CTG und ich hatte eine spürbare Wehe. Ich lag da eine halbe Stunde, glaube ich, dran. Und ich dachte so, das kann doch nicht sein. Die denken doch, ich veräpple die. Naja, da habe ich mich richtig blöd gefühlt. Und die Hebamme meinte dann auch schon so zu mir, ach, ich gebe dir noch das, das und das zum Wehenfördern wieder mit nach Hause und dann fährst du heim und dann machst du das und dann machst du das und dann dachte ich, ach Mann, irgendwie hätte ich mich jetzt gefreut, wenn es losgeht, schade. Ja, dann hat sie aber nochmal den Muttermund ertastet nach dem CTG und sie so, oh, ey, das ist ja schon 3 Zentimeter offen. Ja, super gemacht. Da dachte ich so, ja, super gemacht. Bei dem friedlichen Geburtshypnose-Ding, wie sagt man das? Keine Ahnung. Stellt man sich bildlich vor, wie sich der Muttermund öffnet und hat eine bestimmte Atemtechnik und dadurch soll man das schaffen, den Muttermund mit Atmung und Visualisierung heißt das Wort, zu öffnen. Und dann dachte ich, okay, I did it, 3 Zentimeter, okay. Dann hat sie gesagt, okay, dein Freund wartet ja draußen, der durfte noch nicht rein, weil es noch nicht die offizielle Geburt war wegen Corona. Deswegen hat er draußen gewartet. Macht nochmal einen Spaziergang, dann geht in die Notaufnahme, meldet euch da an und dann macht ihr danach einen Corona-Test und dann suchen wir euch ein Zimmer. Okay, ich runter zu ihm. Auf einmal die Wehen natürlich wieder da. Ich habe das Hebammenzimmer verlassen und dachte, hä? Jetzt kommen wieder die Wehen? Das war richtig komisch. So, Mini-Spaziergang war dann tatsächlich nur noch bis zum Auto. Ich so, wir brauchen hier nicht mehr an der Elbe spazieren gehen. Ich kann nicht. Ich saß alle 5 Meter und habe gewartet, die Wehen veratmet und... Ui, das Baby schreit, das Baby. Marisa schreit. Aber sie ist frisch gewindelt, frisch gestillt. Der Papa schafft das. War auch nur ein kurzer Aufschrei. Jetzt ist wieder Ruhe da drüben. Okay, also sind wir direkt in die Notaufnahme. Dann saß ich da auf dem Boden, habe meine Wehen veratmet. Ich konnte irgendwie nicht auf dem Stuhl sitzen. Und haben den Test gemacht. Und dann wurde für uns ein Zimmer gesucht. Was gar nicht so easy war. Wir haben, glaube ich, 3-mal irgendwie ein Zimmer gesucht. Das war dann irgendwie belegt. Naja, dann waren wir in so einem Übergangszimmer. Da habe ich dann versucht, nochmal was zu essen. Ich hatte noch Bananenbrot bei, es ging irgendwie nicht. Och, es war alles so voll in meinem Mund und irgendwie wurde mir mal schlecht, also habe ich es sein lassen. Um 12 Uhr bin ich dann in die Wanne. Das habe ich mir gewünscht, vorher bei dem Aufnahmegespräch. Und dann war ich in der Wanne und normalerweise sollen ja dann die Wehen doller werden, wenn es die richtigen Geburtswehen sind. Was ist bei mir? Es wird wieder entspannt. Ich so völlig relaxed in der Wanne, mal eine kleine Wehe gehabt, weggeatmet. Ja, war also relativ entspannt. So, dann haben wir das mit der Wanne gelassen und sind in den Kreissaal gewechselt. Es war dann mittags und da gab es auch was zu essen. Aber es hat mehr Justus gegessen als ich. Ich habe nur ein paar Kartoffeln gegessen.
Ja, und da gab es dann so ein Bett. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe Fotos davon, die blende ich mal mit ein. Und da habe ich dann seitlich drauf, Kopfhörer rein und wieder meditiert und habe dann tatsächlich immer die Wehenpausen, das waren dann schon eher so 6 Minuten, nicht mehr alle 2 Minuten, alle 6 Minuten geschlafen oder gedämmert bis zur Wehe, da war ich dann wieder ein bisschen mehr wach. Ja, und dann wurden die Wehen auch von Wehe zu Wehe langsam stärker. Dann war Hebammenwechsel und wir haben, also die Hebamme vorher war auch wundervoll, aber dann haben wir eine unglaublich wundervolle, liebe Hebamme bekommen, also die einfach zu mir gepasst hat. Boah, das wünsche ich jedem. Wir sind 15 Uhr nochmal in die Wanne und sie ist dann auch da geblieben und hat mit mir gequatscht. Manch einen nervt es vielleicht, aber ich fand es toll. Sie war so richtig liebevoll und hat uns Sachen gefragt und zwischen jeder Wehe hat sie mir so ein bisschen Mut gemacht, nicht zwischen der Wehe, in der Wehe, und gesagt, dass ich das super mache. Boah, wie toll ich das wegatme. Super, super Sache. Ich hing auch in der Badewanne nicht auf dem Rücken, sondern ich war immer so gehockt über die Kante von der Wanne. Das war irgendwie für mich sowieso die beste Position. Eher so im Vierfüßler. Auf dem Rücken liegen ging gar nicht. Und seitlich liegen war okay. Ja. So. Und dann haben wir gesagt, nach der Wanne, 15 Uhr, eine Stunde später, anderthalb Stunden später, tasten wir nochmal den Muttermund. Das war dann 16:30 Uhr. Und ich so, bitte mindestens 6 cm. Ich möchte mindestens 6 cm haben. Und ich habe mir vorher so gesagt, ich will nicht entmutigt sein, wenn es weniger sind. 5 oder 4. So, dann hat sie den ertastet und es waren immer noch 3. Leute, ich habe es mir so sehr vorgenommen, nicht entmutigt zu sein. Aber ab diesem Punkt, 16:30 Uhr, das sind dann also 6,5 Stunden später, nachdem, oder 6 Stunden später, nachdem mein Muttermund schon 3 cm offen war. Immer noch 3 cm. Ich war so entmutigt. Schlagartig ging nichts mehr bei mir. Sie hat dann sogar gesagt, passt auf, geht noch mal nach Hause, macht es euch entspannt zu Hause. Und ich dachte dann so, innerlich wusste ich, ich will nicht nach Hause. Aber ich dachte dann so, ja, hier passiert nichts. Justus, der kann nichts machen, der sitzt da, der langweilt sich. Also er hat sich nicht gelangweilt. Das war die Geburt seiner Tochter, aber ich hatte so ein komisches innerliches Gefühl, so ich will, dass ihm es gut geht und der soll sich nicht langweilen. Wir gehen nach Hause. Und innerlich dachte ich, oh, ich will nicht nach Hause. Naja, dann hat sie mich nochmal ein CTG geschlossen und dann meinte ich, okay, wir gehen nach Hause. Ich stehe auf, ging nichts mehr. Mir war komplett übel und mein Kreislauf war einfach im Eimer, weil ich einfach ja auch die ganze Zeit nichts essen konnte, weil mir immer schlecht wurde. Dann wurde mir wirklich übel. Und dann hat sie mir so 3 kleine Globuli gegeben, die Hebamme, gegen Übelkeit, hat nicht geholfen. Dann haben sie mich an den Tropf geschlossen, habe ich nochmal eine Infusion, so ein Kochsalzlösungsding bekommen. Danach ging es mir ein bisschen besser. Und ich bin wieder weggedämmert. Ich habe übrigens immer die Position gewechselt zwischen seitlich auf dem Bett liegen, kniend auf dem Fußboden, mit dem Oberkörper auf dem Bett oder auf dem Boseball. Kniend darüber gelehnt. Das waren so meine 3 Positionen, in denen ich gechillt habe. Gewechselt habe ich das immer in den Wehenpausen. Aber dann lag ich erstmal, habe wieder geschlafen, aber dann wurden die Wehen richtig doll. Aber so komisch, weil also es war wirklich ein, halt kann diesen Punkt halt noch voll mich daran erinnern. Das war so ein Punkt, der mir so richtig doll wehgetan hat. Und ja, dann kam die Hebamme wieder und meinte, das ist schon doll, wie dein Schmerz ist. Also, im Nachhinein empfinde ich es nicht als so super doll, aber sie hat sich gewundert, dass ich so, ja, der Ahnung, so einen Krampf da irgendwie hatte. Dann hat sie den Arzt gerufen und meinte, wir kontrollieren das, wir machen jetzt mal einen nicht Ultraschall, heißt das Ultraschall? Wir machen mal einen Ultraschall oder sowas. Und gucken, ob da irgendwas vielleicht von der Hüfte quer liegt, ob da irgendwo was nicht richtig sitzt, wie es sitzen soll. Da habe ich nochmal die Position gewechselt, vom Bett auf den Boden. Da hat sie mir so eine Matte hingelegt. Dann war ich wirklich nur noch im Vierfüßler, ohne Ball, ohne allem. Und sie hat dann nochmal den Muttermund ertastet. Und dann war das ist irgendwie 1 Stunde später, waren das 6 cm. Ich so, hä? Gut, dass wir nicht nach Hause gefahren sind. 6 cm innerhalb von einer Stunde und davor habe ich 0 cm gemacht in 7 Stunden oder 6 Stunden.
Die Wehen wurden noch immer stärker und seit dem Punkt, wo sie mir gesagt hat, dass ich nur 3 cm offen bin, immer noch, habe ich auch das alles mit dem Atmen nicht mehr so hinbekommen. Ich war so entmutigt, das war irgendwie mental nicht so gut, dass ich das gewusst habe, dass das nur 3 cm waren. Ja, der Arzt kam, musste aber nochmal gehen, weil er einen anderen Anruf bekommen hat. Und in dem Moment, wo er gegangen ist, haben die Presswehen eingesetzt. Also Leute, ich war auf dem Weg eigentlich nach Hause schon fast. Und 1,5 Stunden später ging dann der eigentliche Geburtsakt los. Stell dir vor, ich wäre nochmal nach Hause gefahren. Niemals wäre das gut gegangen. Also, ja, 1,5 Stunden später war dann der Muttermund komplett offen. Ich saß kniend auf dem Boden, hab gepresst. Dann kam wieder eine Wehenpause. Oh, das fand ich irgendwie auch. Ich wusste, dass es so ist, dass man presst, währenddessen die Wehe da ist und dann in der Wehenpause wieder still steht. Ich dachte mir so, ich will jetzt drücken. Ich habe keine Lust mehr, die Pause mitzumachen. Naja, das hat sich dann wirklich eine Weile lang hingezogen. Ich glaube, ich habe dann nochmal 1,5 Stunden, 2 Stunden lang wirklich die Presswehen gehabt. Das war heftigst. Also ich dachte so, niemals werde ich da unten, das war so hart und fest alles vom Gewebe gefühlt, werde ich da irgendwas durchkriegen. Die Hebamme meinte nur zu mir, wir machen jetzt, was hat sie gesagt? 2 Schritte vor und in der Wehenpause ein zurück. Leute, das ist so krass, wie sich das anfühlt. Also du drückst und merkst, es geht voran. Und dann kommt diese Pause und das Baby zieht sich wieder rein, so ein Stück. Ja, war für mich unmotivierend, genauso wie das mit diesen 3 Zentimetern. Aber es ist ja ganz gut, dass ich das dann, wenn du es drückst, dann dehnst du ja den ganzen Bereich. Dann zieht sich das zurück, hast mal kurz Pause, dann dehnst du wieder und dann ist es halt alles geschmeidiger und es geht nicht so viel kaputt, wenn man da ein paar Mal hin und her, ein paar Mal. Also ich fand 2 Stunden schon ausreichend. Ja. Was dann? In der Position ist dann noch meine Fruchtblase geplatzt. Also da erst ist sie geplatzt. Die haben die ein paar Mal auch ertastet und meinten, die liegen ganz fest eng ums Köpfchen rum. Das habe ich richtig krass gespürt. Ich war eigentlich völlig neben mir, neben mir, nochmal, sorry. Und dachte nur so, dachte eigentlich nichts mehr. Es war wirklich heftig, aber das Platzen der Fruchtblase habe ich gemerkt. Und es war irgendwie ein richtig cooles Gefühl. Ich weiß nicht warum, es war richtig befreiend. Danach dachte ich, oh, vielleicht wird es ein bisschen weniger intensiv, aber nee, war weiterhin sehr intensiv. So. Tatsächlich war ich auch, glaube ich, sehr, sehr, sehr laut. Ich wette mit euch, Leute, hätte es da hätte da irgendjemand die Schreie gemessen, hätte ich bestimmt Rekorde gebrochen. Ich wusste nicht, mir anders zu helfen. Also, ich konnte mir mal nicht vorstellen, warum man schreit. Kann ich mir immer noch nicht erklären. Es war aber das Einzige, was mir geholfen hat, diesen Akt zu bewältigen. Also, ja. Ich habe mich auch noch entschuldigt, das weiß ich noch. Beim Schreien habe ich einmal Shit gesagt und habe mich dann vor Arzt, Hebamme, und da war übrigens noch eine Praktikantin dabei, habe ich mich noch kurz entschuldigt. Sorry für mein Shit. Also im Nachhinein so dumm. Naja, egal. Auf jeden Fall war das sehr intensiv. Übrigens auch wirklich sehr, sehr lustig. Ich war mir bis zum Ende nicht sicher, ob die Praktikantin so eine Schülerpraktikantin ist. Wahrscheinlich nicht, die wären nicht bis um 20 Uhr da, glaube ich, in der Praxis oder in der Klinik gewesen. Oder ob sie halt wirklich eine angehende Hebamme war. Ich dachte so, Gott, die Arme. Aber wahrscheinlich hat sie es schon ein paar Mal mitgemacht. Aber ich habe mir mal vorgestellt, dass es ihre erste Geburt ist und ich sie jetzt völlig verstöre oder so. Aber ja, wie auch immer. Das war doll da unten auf dem Boden. Das war intensiv. Und dann hat die Hebamme beschlossen, dass wir die Position wechseln. Und das war auch die Position, in der ich am Ende gebärt habe. Und zwar hat sich Justus auf das Bett gesetzt, breitbeinig. Und zwischen seinem Bein haben die so einen Gebärhocker ausgefahren. Sieht aus wie einen Toilettendeckel, so ein halboffener. Und ich habe mich dann vor ihm mit dem Gesicht zu ihm reingesetzt, auf diesen Hocker in der Wehenpause. Und habe mich dann hier bei ihm festgehalten und ja, habe dann sozusagen so gesessen, vornüber gebeugt und hatte halt ganz viel Schwerkraft, die mitarbeiten konnte. Das war richtig gut. Ab dann
war es weiterhin sehr, sehr intensiv, aber ich hatte ein viel besseres Gefühl für, wo ich hindrücken muss. Die Hebamme meint auch immer, dahin drücken, dahin drücken, dahin drücken. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, wo ich hindrücken muss. Aber ab da an wusste ich, ach, so muss sich das anfühlen, so fühlt sich es richtig an. Ich spüre, wie das Köpfchen viel, viel, viel besser durchrutscht, rutscht. Und ja, wartet, ich habe die Position gewechselt, mich an Justus festgehalten. Das war auch super motivierend. Die Hebamme meinte so zu mir, oh, jetzt legst du aber richtig los. Ich so, na los, dann pressen wir mal noch doller. Ich habe dann auch irgendwann diese Angst verloren. Ich hatte beim Pressen immer Angst, irgendwas kaputt zu machen da unten. Aber irgendwann dachte ich so, okay, Vollgas, ich presse das Kind dort jetzt raus. So, dann hat die Hebamme noch mit Kaffeesatz, Kaffeedampf, ich weiß nicht mehr, meinen Damm so ein bisschen erweicht. Das fanden irgendwie alle im Nachhinein ganz lustig, aber ich wusste, dass sowas als Möglichkeit besteht. Und ja, habe das dann auch als sehr, sehr angenehm empfunden. Und dann war es soweit, Leute, dann kam der Kopf raus. Es war endlich da. Ich habe auch noch die Hebamme vorher irgendwann gefragt, so drei Wehen vorher. Dauert es noch lang? Ich dachte einfach nur so, die muss ja ungefähr wissen, wie viel Kopf ist da schon raus. Ich selber konnte nicht fühlen, wie viel Köpfchen ist denn da schon draußen? Da hat sie nicht so viel zu gesagt. Aber auf jeden Fall war dann der Kopf draußen. Und dann kam eine Wehenpause. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war einfach so, ich saß da, der Kopf war raus und ich durfte nicht mehr pressen. Dann habe ich hat sich für mich ewig angefühlt, diese Wehenpause. Die war nur ganz kurz. Und dann dachte ich, okay, alle sagen, Köpfchen ist das Schwierigste und der Rest ist easy. Dann habe ich wieder losgepresst und dachte, oh nee, es fühlt sich genauso an wie vorher. Aber das war dann innerhalb von Sekunden gefühlt. War dann nur ganz kurz nochmal anstrengend. Und dann war das wirklich ein Flutschen. Dann war das Baby draußen. Marisa war draußen. Und ja, sie war dann sozusagen unter mir, hinter mir, unter mir. Und Justus hat sie dann auch zuerst gesehen, weil er so über meine Schulter gucken konnte. Ich habe mich erstmal weiterhin nur an Justus festgehalten. Und dann war es irgendwie eigentlich lustig, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe mich dann auch umgedreht und habe sie gesehen und sie war noch... So, also ich habe mich dann auch umgedreht und sie gesehen und sie sah einfach so... Ah, ich weiß nicht, es ist so ein verrücktes Gefühl, wenn man sein Kind zum ersten Mal sieht. Sie war noch so dunkel, lila, blau, keine Ahnung, von dem ganzen Fruchtwasser, wo sie da drin lag. Und oh, keine Ahnung, es war einfach der schönste Moment überhaupt. Aber sehr lustig. Ihr kennt ja die Position jetzt, in der ich gebärt habe, musste ich ja von da aus irgendwie wieder mit Nabelschnur und Kind an mir auf dieses Bett kommen. Naja, ich hatte nette Helfer, Hebamme und Justus, und lag dann da, dann habe ich sie sofort auf die Brust bekommen, eingehuschelt in einem Tuch. Justus saß so schräg hinter mir und ihm kamen dann die Tränchen. Ich glaube, mir nicht. Ich habe einfach nur geguckt, ich habe sie einfach nur angeguckt, ihre kleinen Fingernägelchen, die waren irgendwie... voll rot, da kann ich mich noch voll dran erinnern. Und ach, sie war einfach, ich glaube, sie hat auch nicht geweint. Oh Gott, also an die Geburt kann ich mich, wie ihr seht, voll genau erinnern. Aber das ist alles so ein bisschen verschwommen. Ich war völlig paralysiert von diesem Wesen, diesem Anblick dort auf mir. Ja, sie lag sehr lange dann an meiner Brust. Justus hat dann die Aufgabe bekommen und die Nabelschnur abgeschnitten. Und so saßen wir dann, glaube ich, noch eine ganze Weile. Irgendwann, ich weiß nicht, durfte sie dann da direkt an meine Brust? Ich weiß es nicht mehr. Wurde sie dann gewogen und gemessen? Und die Gute war sehr groß, 56 cm und 3700 und ein paar zerquetschte Gramm. Ja, dann habe ich erstmal einen Rohkostsalat bekommen, den ich noch vom Mittag übrig hatte. Also so ein Abrieb, Karottenabrieb mit Apfel. Das gibt es jetzt bei uns fast täglich, weil ich jetzt seit der Geburt darauf irgendwie abfahre. Und in der Zeit hat Justus sie dann das erste Mal selber getragen, gehalten und wow. Es war auch das erste Bild, was wir gemacht haben. Ein Bild von ihr mit Justus. Da. Oh, war sehr schön. Dann durfte ich duschen gehen. Mir wurde geholfen von einer anderen Hebamme. Einmal, Leute, ich war so durchgeschwitzt. Es war wirklich das anstrengendste Workout meines Lebens. ja, das Hemd, was ich anhatte, das T-Shirt, habe ich danach auch entsorgt. Die Flecken gingen irgendwie nicht mehr raus. Okay, egal. Auf jeden Fall, ja,
bin ich dann rüber in das Zimmer. Da war es dann, glaube ich, schon 23 Uhr, wie die Zeit verging. Ich habe da 3 Stunden nach der Geburt, 20 Uhr ist sie geboren, noch so lange in diesem Raum verbracht. Kommt mir überhaupt nicht so vor. Aber ja, die Zeit verging wie im Flug. Justus musste dann leider gehen. Aber ich werde diese Nacht einfach nicht vergessen. Sie war wie ein erstes Date. Ich lag auf der Seite, sie mit Köpfchen zur Seite zu mir, immer mal wieder angedockt an die Brust. Das ging eigentlich ganz gut. Jedes Mal, wenn sie irgendwie einen Mucks von sich gegeben hat, habe ich direkt auf den Knopf gedrückt und eine Hebamme gerufen. Ich so, ist das okay? Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Aber die waren alle so lieb dort. Die letzte Notiz auf meinem Handy ist auch, Hebamme war Gold wert. Und die vorletzte ist, die hat Justus dahin geschrieben, 20:32 Uhr, erster Nieser. Auch richtig lustig. Ja, okay, ich glaube, ich bin ein bisschen abgeschweift. Also das Kind war draußen und zwei Sachen, die ich noch ansprechen wollte. Und zwar, nach Geburt, fand ich, wurde nirgendwo angesprochen in anderen Videos. Und ich habe mir das deswegen irgendwie gruseliger vorgestellt. Anstrengender, schwieriger oder sogar schmerzhaft. Ich hatte kein Bild davon. Und es war sehr easy. Also normalerweise presst es, glaube ich, der Körper selbst raus. Aber bei mir hat die Hebamme relativ schnell nachgeholfen und so ein bisschen gedrückt. Und dann kam es raus und dann hat sie mir das auch gezeigt. Also die Fruchtblase mit der Plazenta da drin. Justus fand es eklig, ich fand es super interessant. Und wir haben auch aus einem Stück Plazenta, war es Plazenta? Ja. Globulis machen lassen. Die müssten bald ankommen. Also die helfen dann so Naturheilkunde gegen bestimmte Sachen, die Mama oder Kind dann haben. Dann kann man das geben. Ja. Schmerzt niemanden, wollte ich unbedingt machen. Und dann habe ich schon während der Geburt gemerkt, beim Rausdrücken, als das Köpfchen draußen war, yes, da ist nicht viel kaputt gegangen. Ich hatte so Angst davor zu reißen. Ist aber nicht viel kaputt gegangen. Und die Hebamme hat es dann auch bestätigt. Sie meinte, ah, ich glaube, da müssen wir gar nichts nähen. Sie holt trotzdem nochmal den Arzt. Und dann waren da so leichte Schürfwunden an meiner Scheidenwand oder so. Keine Ahnung, wie es ist, was und wie und wo. Das hat er dann genäht und einen ganz kleinen Part auch am Damm. Aber wirklich, ich hatte solche Angst davor, es war nicht schlimm. Ich hatte währenddessen das Baby auf dem Arm, Justus und ich haben sie angeguckt und angeguckt und nochmal angeguckt. Und ja, der hat da sein Ding bei mir unten gemacht und hat mich wieder zusammengeflickt, aber das war nicht wirklich, erstens nicht, ist nicht viel kaputt gegangen und zweitens habe ich das wirklich nicht gemerkt. Das wird ja auch punktuell, kriegt man da eine Narkose. Wer ist denn das? Ach, keine Ahnung. Naja, okay. Das war's. Das war die Geburt. Am nächsten Tag hat Justus mich dann abgeholt. Mich, Marisa und mich. Und die haben uns alle nochmal gezeigt, wickeln, stillen, einen Fahrplan gegeben für die nächsten Wochen, weil wir dann direkt nach Hause gegangen sind am nächsten Tag. Und ich bereue es auf keinen Fall. Ich war so entspannt hier zu Hause. Es waren so wundervolle erste Tage. Die Hebamme kam direkt am nächsten Tag. Das mit dem Stillen hat geklappt. Wickeln wurden mir von Mal zu Mal besser. Und ja, das war wundervoll. Tollste Erfahrung meines Lebens. Krasseste Erfahrung meines Lebens. Heftigstes Workout meines Lebens. Und ich möchte es niemals wieder vergessen. Auch wenn es heftig war. Yes, das war's. Ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier. Ciao!